Hallo Logoprogrammierer, dieses Mal zeige ich Ihnen, wie schnell und einfach es mit Logo möglich ist, eigene Webseiten für die Bedienung mit Handy, Tablet oder PC zu erstellen. Welche sind dafür die Voraussetzungen? Sie brauchen eine neue Logo. Achtung, die Logo hat eine neue Bestellnummer. Und in dieser Logo brauchen Sie eine Standard-Micro-SD-Karte, mit der Logo arbeiten kann. Informationen zur Formatierung, falls das notwendig sein sollte, finden Sie im Logo-Handbuch. Diese Speicherkarte ist notwendig, denn bei anwenderdefinierten Webseiten wird häufig mit sehr großen Dateien gearbeitet, Bilder, Hintergründe. Da Logo kaum Speicher dafür zur Verfügung stellt, werden diese auf dieser Standard-Micro-SD-Karte abgelegt. Zusätzlich dazu gibt es die notwendige Software. Der typische Logo-Programmierer hat kaum Erfahrung in HTML-Programmierung. Deswegen gibt es ein eigenes Software-Tool für das Erstellen der anwenderdefinierten Webseiten. Dieses Tool finden Sie auf der Logosoft Komfort Version 8.2 Installations-DVD oder kostenlos als Download von der Logo-Internetseite. Bei der Installation der Software achten Sie bitte darauf, dass Sie Adminrechte vergeben. Nach dem Starten der Software sieht der Bildschirm am PC so aus. Sie finden hier die Standard Windows-üblichen Schaltflächen und Menüs hier oben. Auf der linken Seite die einzelnen Projektteile. In der Mitte den Editorbereich, der später im Browser, im Webbrowser angezeigt wird. Und auf der rechten Seite die einzelnen Komponente, um entsprechend Funktionen einzufügen oder zu bearbeiten. Als Beispiel habe ich mir überlegt, wir wollen von einer Logo den Zustand des Eingangs 1 darstellen, animiert am besten. Wir möchten den Ausgang 4 schalten und wir möchten einen Analogwert auf dem Webserver darstellen. Wie schon erwähnt, starten viele am PC, haben ein großes Display, später stellen sich aber heraus, dass hauptsächlich die Bedienung oder Darstellung auf einem mobilen Endgerät erfolgt. Bei dem ist die Darstellung oder das Display wesentlich kleiner. Das heißt, als erstes fügen wir für solche weitere Geräte Seiten ein mit unterschiedlicher Auflösung. Dazu klicken wir hier auf der linken Seite auf Seiten. Mit der rechten Maustaste kann man hier bequem eine neue Seite einfügen und vergeben gleich am Anfang einen vernünftigen Namen für diese Seite, damit man später einfacher die Seite finden kann. Die Vorgehensweise der Software ist immer gleich. Wenn Sie etwas ändern möchten, einfach das, was Sie ändern wollen, anklicken. In dem Fall möchte ich die Auflösung der Seite ändern. Ich klicke also in den Editorbereich und bei den Eigenschaften kann ich hier die Auflösung einem Handy-Display anpassen. 400x600 entspricht in etwa einem aktuellen Smartphone im Hochkantformat. Für unser Beispiel brauchen wir zwei Digitalwerte. Die ziehen wir hier vom rechten Bereich per Drag and Drop in den Editor. Die grafische Darstellung ist nicht so prickelnd, deswegen wollen wir die im ersten Schritt ändern. Ich wähle diese digitale Schaltfläche aus und ändere in den Eigenschaften beispielsweise ein Bild für den Signalzustand ein. Ich nehme hier mal eine rote Rundumleuchte und für den Signalzustand aus eine stehende rote Rundumleuchte. Diese Symbole, Grafiken, Animationen und so weiter sind Teil des Logo Web Editors und werden bei der Installation schon mit oder nach der Installation schon mit bereitgestellt. Jetzt muss ich noch zuweisen, welches Signal ich mit dieser Schaltfläche überwachen möchte. Auch hier wieder anwählen und in den Eigenschaften festlegen, wo sich das Signal in Logo befindet. Sie können darstellen Eingänge, Ausgänge, Merker, Variablen, Funktionstasten, Cursor-Tasten, Shift-Register. In meinem Beispiel möchte ich den Zustand des Eingangs 1 in Logo darstellen.
Schreibbar ist dieser per Web-Editor nicht, weil der ja immer von Logo gesteuert wird. Eingänge können nie geschrieben werden. Die zweite Schaltfläche möchte ich zum Steuern verwenden, und zwar vom Ausgang 4, also anwählen, konfigurieren und jetzt wichtig, hier den Haken bei Schreibbar setzen, sonst kann ich das Signal nicht steuern. Eine Animation unterlasse ich jetzt hier, haben Sie ja vorher schon gesehen. Als letztes unser so viel geliebter Bargraph. Ich weiß, ein Analogeingang bei Logo hat eine Auflösung von 1000 Schritten. Deswegen wähle ich hier als Maximalwert 1000 an. Sie haben die Möglichkeit, bis zu 5 Bereiche farblich zu kennzeichnen. Bei einer Temperatur wäre das beispielsweise blau für kalt, grün für gemütlich und rot für zu warm. Ja, jetzt muss ich mich noch entscheiden, welchen Analogeingang ich betrachten möchte. Den Analogeingang 1, das belasse ich jetzt so. Möchten Sie den Hintergrund in einer anderen Farbe mit einem Bild versehen oder ähnliche Geschichten, einfach anwählen und bei den Eigenschaften ein Hintergrundbild auswählen. Bei der Bibliothek können Sie eigene Grafiken hinzufügen. Unterstützt werden JPEG, GIF und PNG. Ich wähle hier jetzt mal als Hintergrund so eine Lichtsteuerung eines Hauses. Und schon haben wir den Hintergrund geändert. Was wir jetzt noch abschließend machen müssen, wir haben zwei Seiten. Wir haben einmal die Homepage und einmal die Handyseite. Wir müssen zwischen den Seiten navigieren. Dazu gibt es hier eine Navigatorfunktion mit Doppelklick auswählen und für jede Seite ein Navigationselement einfügen. Mit Klick auf das jeweilige Element bei den Eigenschaften festlegen, welche Seite dargestellt werden soll. Und damit sind wir mit unserer Konfiguration fertig. Wir können das direkt aus dem Logo Web Editor in die Logo übertragen. Dazu erscheinen mehrere Hinweise. Möchten Sie das Projekt auch speichern auf dem PC? Üblicherweise ja. Verbindung zur Logo aufbauen. Der Hinweis, je nachdem wie groß die Bilder sind, die Sie verwenden und wie viele Elemente, kann das einige Minuten dauern. Die Logo muss in Stop geschalten werden. Die Übertragung der Daten wird gestartet. Nach Beendigung der Übertragung, Logo natürlich wieder in den RAN-Modus schalten. Und jetzt können wir direkt schon unseren Webbrowser öffnen, die IP-Adresse der Logo eingeben, das vorher konfigurierte Passwort eingeben und sicherstellen, dass der Haken hier für die Anwender definierte Webseite gesetzt ist. Und schon sind wir mit Logo verbunden. Auf der Homepage habe ich keinerlei Veränderungen vorgenommen. Hier sehen wir den Navigator und können zur Handyseite wechseln. Sehen unsere drei Elemente. Wenn ich den Eingang 1 an Logo betätige, dreht sich hier unsere konfigurierte rote Rundumleuchte. Ich kann mit der zweiten Schaltfläche den Ausgang 4 an der Logo steuern und auch der Analogwert wird entsprechend unserer Konfiguration angezeigt. Sie sehen, in wenigen Minuten können Sie mit Logo, mit Logosoft Comfort und dem Logo Web Editor anwenderdefinierte Webseiten erstellen, ohne eine einzige Zeile HTML-Code zu programmieren. Der Experte wird lächeln, aber auch für den haben wir ein Bonbon bereitgestellt. Sie kriegen natürlich den kompletten Source-Code aller Seiten, die Projektstruktur abgespeichert auf der Festplatte oder auch zum Auslesen auf der SD-Karte und können mit ihren HTML-Tools entsprechend die Funktionen ergänzen. Mit Logo und dem Logo Web Editor in wenigen Minuten
Anwenderdefinierte Webseiten konfigurieren ohne HTML-Kenntnisse. Logo, einfach super. Siemens. Ingenuity for life.